Oh mein Gott, Freunde, ich zeige euch im heutigen Video, wie ihr den neuen Brawler Gast sofort freischalten könnt. Und 3, 2, 1 und oh, da haben wir den neuen Brawler Gast, Alter. Let's go. Trage jetzt im Brawl Stars Shop den Creator-Code Lukas ein, um mich kostenlos zu supporten. Alle 7 Tage musst du den Code neu eingeben. Hey Leute, ich bin Lukas und herzlich willkommen zu meinem neuen Brawl Stars Video. Und Freunde, heute gibt es auf jeden Fall mal wieder ein ultra krasses Video, denn wir werden uns im heutigen Video anschauen, ja, alles, was ihr zum neuen Brawler Gast wissen müsst und wie ihr ihn dann sofort freischalten könnt. Wir sehen hier auf jeden Fall den neuen Brawler Gast und seit kurzem weiß man jetzt auch sein Release-Datum. Wenn man nämlich auf den Brawler klickt und sich das ausrechnet, dann kommt man auf sein Release-Datum und zwar wird er rauskommen am Freitag, dem 23. September um 9 Uhr morgens. Natürlich werden da auf jeden Fall wahrscheinlich alle von euch Schule haben, aber wenn ihr dann von der Schule kommt um 12, 13 Uhr oder wie auch immer, könnt ihr ihn auf jeden Fall natürlich dann allerspätestens freischalten, Leute. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall unnormal. Übrigens ist es aktuell so, hier unten ist ja dieser Ausprobieren-Knopf. Wenn ihr drauf drückt, könnt ihr ihn aktuell nicht ausprobieren. Da steht dieser Brawler momentan nicht verfügbar. Aber genau, ich freue mich auf jeden Fall extrem. Und Leute, hört jetzt genau zu, denn dieses Video ist extrem wichtig für euch, sage ich schon mal. Und genau, lasst schon mal ein Like da, ein kostenloses Abo auch. Würde mich mega freuen, Leute. Wir kommen auf jeden Fall zum ersten Punkt, Leute. Hallo. Hier ist wieder euer allseits geliebter Kater Ali. Kennt ihr schon den Zweitkanal von Lukas? Den Team Lukas Kanal? Checkt ihn unbedingt ab. Es gibt dort jeden Tag ein neues Stumble Guys Video. Sehr lustig. Schaut vorbei und lasst gerne ein Abo da. Und jetzt geht es weiter mit dem Video. Ja, bevor ich zu der Sache komme, wie man ihn dann freischalten kann, erstmal ja zum Brawler selbst. Wenn ihr dann Gas freigeschaltet habt, wie sollte man ihn denn am besten pushen? Wo ist dieser Brawler stark? Wo ist er schwach? Und ja, dazu kommen wir jetzt eben mal als erstes. Also Freunde, so sieht es dann aus, wenn ihr den Brawler freigeschaltet habt. Ich habe ihn jetzt hier schon am Start auf Power 11, Leute. Und schon mal ganz wichtig zu erwähnen, Leute, dieser Brawler ist kein Solo-Showdown oder Duo-Showdown-Brawler. Ne? Ich sag's schon mal jetzt, wenn überhaupt dann Duo-Showdown. Aber Leute, dieser Brawler ist eindeutig ein 3 vs. 3 Brawler. Also wir gehen jetzt mal einfach in eine ja, Runde Brawl Ball rein. Und ich würde euch auch empfehlen, euer, ja, hier den Brawler eben zu pushen. Also wirklich nicht in Solo-Showdown, das ist nicht schlau, weil der Brawler ist absolut echt, also wirklich gar kein Showdown-Brawler. Bei manchen Brawlern, ne, geht's klar, bei dem aber auf jeden Fall nicht. Kann ich schon mal echt sagen an der Stelle. Oh, jetzt habe ich hier so einen Geist abgelegt, den sammle ich mal ein für den Heal, Leute. Das war auf jeden Fall schon mal sehr nice. Okay, so, zack. Und jetzt können wir zum Beispiel auf den Stu das Schild draufhauen. Ihr seht das schon, ne, und können unsere Mates hier einfach so supporten. Und Digga, die Bots führen einfach, was ist das? Aber ihr seht schon, gegen Tanks wird es auf jeden Fall schwierig mit ja, dem Kollegen Gas, ne? Weil er natürlich jetzt nicht geisteskrank viel Schaden macht. Das muss man einfach mal so sagen an der Stelle. Ja, Gas ist definitiv kein Tank-Killer. Er hat auf jeden Fall sein Schild am Start, ne? Und kann seine Geister zum Beispiel auch explodieren lassen und so weiter. Aber es ist ein Support-Brawler. Es ist definitiv kein Schadenstealer oder wie auch immer. Push diesen Brawler wirklich mit einem guten Team in Brawl Ball, würde ich euch empfehlen. Und dann klappt das eigentlich auch. Ihr könnt das Schild ja auch auf euch selbst verwenden, zum Beispiel jetzt, ne, wenn ihr, ja, der Bull kommt jetzt zum Beispiel, okay, dann kann ich sagen, yo, wir machen das mal hier. Oder wir könnt dieses Teil explodieren lassen, ihr seht schon, und dann ist der Bull direkt down. Das ist schon sehr, sehr nice auf jeden Fall. Genau, also so auf jeden Fall den Brawler pushen am ehesten, Leute. Jetzt können wir wieder, oh, jetzt habe ich das Schild auf niemanden getroffen. Ja, besser ist auf jeden Fall dann auf das, also auf sich selbst das Schild zu verwenden, denke ich jetzt mal. Bevor ihr es am Ende irgendwie gar nicht verwendet, ne, weil ihr es nicht trefft oder so. Aber genau, der Brawler ist gar nicht mal so einfach zu spielen, muss ich euch ehrlich sagen, wie es ist. Also behaltet das auf jeden Fall im Hinterkopf. Der Brawler ist schwer zu spielen. Gebt nicht direkt auf mit dem Brawler. Und vor allem sollte man den Brawler auch möglichst auf einer hohen Powerstufe haben. Einfach, damit man das ausgleicht sozusagen. Dass er halt, ja, vergleichsweise doch gar nicht mal so viel Schaden auf den ersten Blick macht, Leute. Ihr seht schon, Alter, die Bots haben einfach gewonnen, ne? 3 Tanks war einfach zu viel für Gas, wenn man auch mit Botmates spielt. Sehr, sehr heftig. Aber Leute, ich würde sagen, wir kommen jetzt zu dem Punkt, wie man ihn denn jetzt sofort freischalten kann. So Leute, also der Brawler Gast ist natürlich super selten und nach Ewigkeiten kommt mal wieder ein super seltener Brawler raus. Und ich sage euch eine Sache, jeder von euch wird ihn bekommen, weil es unfassbar easy ist. Ich schätze, ihr braucht maximal 10 Big Boxen, um den Brawler freizuschalten.
oder auch 3 bis 4 Megaboxen. Und ganz wichtig, Leute, jeder von euch hat ja den Free Pass oder auch Gratis-Geschenke öfters im Shop. Ich sage euch ehrlich, jeder von euch wird es damit schaffen, den Brawler freizuschalten. Und wenn ihr es nicht schafft mit Boxen, dann zeige ich euch jetzt mal, wie viel der Brawler kosten wird. Der Standardpreis für neue super seltene Brawler liegt bei 80 Juwelen, beziehungsweise bei 79 Juwelen. Das heißt, wenn der Brawler rauskommt, kostet er entweder 80 Juwelen im Shop, Free-to-Play auch easy wirklich erreichbar, also ist komplett Free-to-Play, indem man einfach im Free-Pass Juwelen sammelt. Aber es kann auch sein, dass der Brawler im Angebot ist, wie zum Beispiel damals der neue Brawler Karl, und das zeige ich euch jetzt mal. Der neue Brawler Karl hatte damals zum Beispiel nur 59 Juwelen im Angebot gekostet. Kann also auch sein, dass Gast nur 59 Juwelen direkt am Anfang kostet, was natürlich auch super easy ist, Leute. Dementsprechend extrem, extrem schnell erreichbar und gar kein Vergleich zu jetzt einem legendären oder einem mythischen vom Preis. Also das ist wirklich super easy machbar für jeden. Und Freunde, nochmal ein sehr wichtiger Punkt. Wenn ihr den neuen Brawler freigeschaltet habt, ist es jetzt doppelt so günstig, ihn auf Power 11 zu maxen mit den Gears. Also das wurde ja jetzt im Update quasi so gemacht, dass es nur noch die Hälfte kostet, mit den Gears freizuschalten, ne? Das heißt, ich habe jetzt noch so viel Fragment übrig, weil ich es damals schon gemacht habe. Da kriegt es wahrscheinlich eine enorme Rückerstattung im Oktober-Update bald. Aber, auch das ist eine wichtige Info. Wenn ihr den neuen Brawler freischaltet, dass ihr ihn jetzt doppelt so günstig auf Power 11 mit den Gears maxen könnt. Dabei geht es nur um die Gears übrigens jetzt, ne? Also jetzt nicht um die Powerpunkte oder die Münzen. Aber das ist auch eine sehr wichtige Info, Leute, die ihr auf jeden Fall wissen müsst beim neuen Brawler Gast. Das heißt, ja, es lohnt sich definitiv jetzt, die Brawler auch wieder hoch zu powern auf Power 11, weil das deutlich günstiger ist. Hallo, hier ist wieder, also zum zweiten Mal heute, euer allseits geliebter Kater Ali. Ich soll von Lukas ausrichten, weil er zu faul war, es selber zu sagen, dass er am Freitag, wo der neue Brawler Goose rauskommt, auch streamen wird und ihn direkt auf 1000 Pokale pushen will. Wird er es schaffen? Findet es heraus und schaut unbedingt vorbei. Und auch, wenn ihr mich supporten wollt, Leute, beim Kauf oder so von Gas, würde mich das auch sehr freuen, wenn ihr Creator-Code Lukas eingebt, bevor ihr euch Juwelen aufladet oder wie auch immer, oder bevor ihr den Brawler kauft, immer gerne Creator-Code Lukas eingeben. Für den kostenlosen Support würde mich auch mega freuen, Leute. Ich freue mich auf jeden Fall extrem auf den neuen Brawler Gas. Ich werde den natürlich direkt pushen, Leute. Das wird ultra krass auf jeden Fall. Wir sehen auf jeden Fall jetzt echt so lange schon vorher, dass er rauskommt, dass er echt geil ist. Das heißt, jeder weiß das auf jeden Fall. Wird sehr, sehr krass der Freitag. Freue mich schon sehr drauf, Leute. Ich bin damit raus. Lasst ein Like da, kostenlos Abo. Wir sehen uns und damit ciao, ciao.